أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe Wie werde ich ein besserer Mensch? Und heute reden wir über das Thema das Loben und welche Gefahren davon ausgehen, wenn man jemanden lobt. Und natürlich, liebe Geschwister, sollten wir eine Sache verstehen. Der Mensch funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Und es gehört zu jedem Menschen, dass eine ganz bestimmte natürliche Eigenschaft bei ihm existiert. Dass er es liebt, gelobt zu werden, und dass er es hasst, na, was denkt ihr, kritisiert zu werden. Eine Frage, seien wir ehrlich. Wer liebt es, gelobt zu werden? Finger hoch. Das ist Ehrlichkeit. Das ist Ehrlichkeit. Jeder liebt es von Natur aus, gelobt zu werden, und er hasst es, kritisiert zu werden. Aber freuen sich nicht die meisten selbst für den Lob, den sie nicht verdienen? Einer lobt dich für irgendetwas, was du nicht besitzt. Frage, warum freust du dich darüber? Warum freut man sich, wenn das, was über einen gesagt wird, gar nicht auf dich zutrifft? Subhanallah, es gibt Leute, der sagt vor dir, MashaAllah, du hast Wissen, Achi. Oder MashaAllah, du hast Wissen, Uchti, zu der Schwester. Einer sagt dir, du bist bestimmt ein Sheikh. Aber du hast noch nicht ein einziges Buch in deinem Leben durchgelesen. Geschweige denn den Koran Al-Karim, aber das Wort Sheikh, es gefällt dir. Oder Sheikha. Ja, zu der Frau. Subhanallah al-Azim. Über was freut man sich hier, liebe Geschwister? Man sagt über jemanden, Allahu Akbar, du bist eine Person, du fürchtest Allah. Aber diese Person, der dich gelobt hat, der weiß nicht, was du zu Hause machst, wenn du alleine bist. Wofür wirst du eigentlich hier gelobt, o Diener Allah? Und der über dich sagt, du fürchtest Allah, der hat eine Sache nicht verstanden. Wenn du zu Hause bist, alleine in deinem Zimmer, dann fürchtest du jeden, denn du hast Angst, dass jederzeit die Tür aufgeht. Du fürchtest jeden außer Allah, weil du dir gerade die schmutzigen Filme im Internet anguckst. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Man sagt zu einer Person, schau mal, das ist eine Person, die achtet auf ihre Zunge. Zu einer Schwester, Allahu Akbar, das ist eine gute Schwester. Sie ist ganz vorsichtig, wenn sie über jemanden redet. Sie fürchtet dabei Allah. Ja, das macht sie in deiner Gegenwart. Aber wenn du, gute Schwester, weg bist, dann siehst du nicht, dass diese Schwester, die du gelobt hast, über jede einzelne Schwester herzieht. Ist das nicht der Fall, liebe Geschwister, den wir haben? Deswegen, über was freust du dich nochmal? Meine Frage an dich, das ist so, als ob du arm bist und du besitzt nichts zu essen, dann sagen die Leute, schaut diesen reichen Mann an. Schaut mal, wie reich er ist, subhanallah. Sie sagen dir, du bist reich, aber tatsächlich bist du was? Du bist arm. Wie kannst du dich über etwas freuen, was du gar nicht bist, o Diener Allahs? Deswegen glaube nicht den Menschen. Sie wissen nur, was äußerlich von dir sichtbar ist. Aber wer kennt dein Inneres am besten? Allah. Allah Azza wa Jal. Und auch du kennst dein Inneres. Deswegen, wenn jemand zu dir dieses oder jenes sagt, dann kann es sein, dass dich das freut. Aber bei Allah, du weißt selber, das ist nichts anderes als Lüge. Was sagen wir über eine Person, der sich über das freut, was gar nicht auf ihn zutrifft? Was ist diese Person? Das ist eine Eigenschaft von den Heuchlern. Freust du dich über die Heuchelei, Achi? Oder Uchti? Freust du dich über die Heuchelei? Man hat dich gelobt für etwas, was gar nicht auf dich zutrifft.
Und daher sollten wir aufpassen, liebe Geschwister, die Salaf-Gelehrten waren anders als wir. Malik ibn Dinar, Rahmatullah alayh, er war eines Tages auf der Straße, liebe Geschwister. Dann kam einer der Männer und er sagte, ey du Murai. Was heißt Murai? Hä? Jemand, der Riya macht, bedeutet Augendienerei. Er beeindruckt andere außer Allah. Als Malik ibn Dinar gehört hat, ey du Murai, dann hat Malik ibn Dinar gesagt, also ich staune, woher kennst du meinen Namen? Schaut mal, subhanallah, er hat sich direkt angesprochen gefühlt. Fühlst du dich angesprochen? Was, wenn jemand zu dir gesagt hätte, du Murai, was hättest du ihm gesagt, hä? Oder was hättest du gemacht? Besser gesagt, du hättest Murat angerufen, bring das längste Dönermesser mit. Tja, ist nicht so, liebe Geschwister. Wäre nicht das wirkliche Verhalten von uns? Aber schaut mal, Malik ibn Dinar, der hat gesagt, du meinst mich? Du kannst nur mich meinen. Ich bin der Murai, du hast recht. Wie kann ich mich bessern? So waren die Salaf-Gelehrten. Sie haben sich angesprochen gefühlt. Und wisse eine Sache, o Diener Allahs. Wenn du auf etwas angesprochen wirst, auch wenn es dir nicht gefällt, dann fühl dich angesprochen. Das beweist, dass du kein Kibbel hast, dass du kein Hochmut besitzt. Einer sagt zu dir, Achi, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dein Charakter gefällt mir nicht. Was würde jemand anderes jetzt sofort antworten? Hä? Was würde man sofort antworten, wenn jemand so etwas hört, dein Charakter gefällt mir nicht? Er würde sauer werden. Wer bist du denn? Guck dir deinen Charakter an. Ist das nicht die natürliche Antwort? Anstatt zu sagen, Wallahi, du hast recht. Ein Muslim sucht keine Rechtfertigung. Ein Muslim sucht was nicht? Keine Rechtfertigung, sondern er fühlt sich direkt angesprochen. Manchmal, wenn ich Khutba mache, subhanallah, dann gibt es Leute, der kommt zu dir und sagt dir, du meinst mich. Er sagte, du meinst mich, aber im Guten oder im Bösen? Im Bösen. Wenn man sich in der Khutba nicht angesprochen fühlt, hat man hier ein offenes Herz gezeigt? Antwort? Nein. Das heißt, du musst dich angesprochen fühlen. Erst wenn du dich angesprochen fühlst, dann beweist das, dass dein Herz noch in Ordnung ist. Es schlägt noch. Es möchte sich bessern. Aber weh dir, o Diener Allahs, dass du sagst, dieses Thema handelt nicht über mich. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Dann sagen wir dir, Allahu Akbar, du hast einen höheren Iman als die Sahaba, die sich immer angesprochen gefühlt haben, subhanallah al-Azim, weil sie, liebe Geschwister, immer die Furcht hatten, dass Allah Azza wa Jal ihnen ein schlechtes Ende gibt. Subhanallah al-Azim, selbst wenn das stimmt, was man über dich sagt, hast du schon vergessen, was du täglich an Sünden machst? Und wie viele Fehler du gegenüber Allah Azza wa Jal machst? Hast du schon vergessen, mit welcher Tat Allah dich sterben lassen wird? Hast du die Berechtigung, dass du mit einer guten Tat sterben wirst? Du weißt das nicht. Wie also kannst du dich über so etwas freuen, was man Lob nennt? Wallahi al-Azim, freu dich nicht. Freu dich nicht, o Diener Allahs. Ich frage dich nochmal, über was freust du dich? Und wir haben in dieser Zeit Menschen, die andere einfach so loben, liebe Geschwister. Obwohl diese Übeltäter sind oder sogar Munafiqun oder sogar Heuchler. Und das ist eine große Katastrophe in unserer Umma. Man empfiehlt diese Leute für eine Heirat. Eine Schwester möchte einen Bruder heiraten. Dann wirst du gefragt, wie ist der Bruder? Du weißt, er betet nicht regelmäßig, er fürchtet Allah Azza wa Jalla nicht. Vielleicht geht er ins Schwimmbad, er guckt sich schmutzige Programme an. Aber was ist deine Meinung über ihn, wenn er heiraten soll? Du sagst, MashaAllah, Tabarak al-Rahman, Allahu Akbar Takbir, Allahu Akbar Takbir, Allahu Akbar Takbir. Ist das nicht deine Auszeichnung für diesen Bruder? Aber tatsächlich, wir haben ihn noch nie beim Gebet gesehen. Wir wissen nicht mal, ob er betet. Wir wissen nicht einmal, ob er die Shahada La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah mit voller Überzeugung gesagt hat. Das wissen wir nicht. Aber subhanallah, man wird gelobt, liebe Geschwister. Warum? Einfach nur, weil du Sympathie zu dieser Person hast. Also sagt man, ich verheirate meinen Freund. Ich verheirate meinen Bruder. Das ist falsch. Und hier solltest du Allah Azza wa Jal, Wallahi fürchten, o Diener Allahs. Denn wenn du deinem Bruder ein Zeugnis ausstellst und die Leute nehmen dein Wort, wer ist verantwortlich dafür? Hä? Du.
Wisst ihr, dass es sogar Leute gibt? Er weiß über seinen Bruder, dass er raucht. Er weiß über seinen Bruder, dass er noch manchmal in die Disco geht. Er weiß über seinen Bruder, dass er mehr Zeit in der Videothek verbringt als in der Moschee. Und trotzdem sagt er, das ist ein sehr guter Bruder. Ich kann ihn dir nur dringlichst empfehlen. Wäre ich eine Frau, würde ich ihn selber heiraten. Mashallah. Lüge oder nicht? Lüge. Und er übernimmt die gesamte Verantwortung. Und das habe ich extra heute als Beispiel genommen, weil das unser Problem heutzutage ist, liebe Geschwister, dass einfach so Brüdern und Schwestern empfohlen werden zu heiraten. Aber wer heiratet wen, liebe Geschwister? Ist das nicht auch unsere Aufgabe, dass wir sogar warnen dürfen vor jemandem, der ein schlechter Muslim ist, um wen zu bewahren? Die andere Person. Zum Beispiel, du weißt, eine Schwester, sie trifft sich mit Frauen und geht zum Beispiel in die Diskothek. Oder sie macht andere üble Dinge. Dann sagst du das. Und das ist keine Riba. Du kannst sagen, diese Schwester ist nicht richtig rechtgeleitet. Sie geht hierhin und dorthin. Und das ist keine Riba. Warum ist das keine Riba? Warum ist das keine üble Nachrede, Omar? Weil man die andere Person damit schützen will. Sehr gut. Weil man die andere Person damit schützen will. Eine Frage. Wallahi. Billahi tallahi. Und fass dir an die Brust. Du willst zum Beispiel eine Schwester heiraten. Dann fragst du eine Schwester über sie aus. Und du sagst ihr, kannst du mir diese Schwester zum Heiraten empfehlen? Würdest du es lieben, wenn sie dich betrügt? Ja oder nein? Zum Beispiel, sie sagt dir nicht, dass sie raucht. Und wie widerlich ist das Rauchen? Möge Allah unsere Geschwister nicht leiden. Sie sagt dir nicht, dass sie raucht. Und dann heiratest du. Und plötzlich kommst du eines Tages nach Hause, du siehst Rauch, du denkst, deine Küche brennt. Weil, was sollte sonst der Grund sein? Aber es brennt was ganz anderes, der Mund von deiner Frau. Und sie raucht gerade zu Hause bei dir, wo du niemals damit gerechnet hast, dass sie so eine Eigenschaft haben will. Was passiert hier automatisch? Im schlimmsten Fall wird er sie scheiden. Rauswerfen nicht mal. Okay. Man merkt, dass ich aus Neukölln komme. Rauswerfen. So haben wir. Aber es ist keine schöne Nachricht für dich. Deswegen lobe nicht jemanden für etwas, für das er nicht gelobt werden darf. Einer will mit jemandem Geschäft machen, Tijara machen. In der Regel, was macht man? Man sagt, der ist vertrauenswürdig, der ist in Ordnung. Subhanallah. Dann macht der Verlust durch diese Person so in Ordnung, war er. Wir haben auch, als wir hier ein paar Dinge gemacht haben, liebe Geschwister, als wir einmal ein paar Handwerker gebraucht haben, da haben wir auch gefragt, wer sind diese Leute? Allahu Akbar, die sind in Ordnung. Bis heute haben wir den Schaden nicht weggemacht. Und wir reden hier über 3 Jahre später oder 4 Jahre später. Und das ist ein Problem, dass die Leute schnell loben. Es wird überliefert bei Al-Bukhari, Rahmatullah alayh, so sagte Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda, Abu Bakr, er sagte, أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك. Er sagte, Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda, eines Tages hat ein Mann einen anderen Mann gelobt. Als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم dieses gehört hat, dann sagte er, wehe dir, du hast den Nacken deines Bruders gebrochen. Du hast den Nacken deines Freundes gebrochen. Und er sagte es mehrmals, liebe Geschwister. Deswegen hat uns der Prophet Muhammad beigebracht, dass wenn wir jemanden loben wollen, wie er es mit seinen Worten sagte, sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum madihan akha, la mahala, falyakul, أَحْسِبُ فُلَانْ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. So soll er sagen, wenn jemand von euch seinen Bruder unbedingt loben will, dann sagst du, ich denke, dass diese Person so und so ist, wenn du das wirklich über diese Person weißt. Wenn du es nicht weißt, dann darfst du es nicht sagen. Darfst du über deinen Bruder sagen, ich weiß, dass er betet und du weißt es nicht? Antwort, nein. Darfst du über deinen Bruder sagen, er lügt nicht, und du weißt das nicht? Antwort, nein. Du darfst das nicht sagen. Außer, du hast ihn beim Gebet gesehen, dann sagst du, ich bezeuge, ich habe meinen Bruder beim Gebet gesehen. Ist das eine Lüge? Antwort, nein. Du siehst,
eine Person wollte etwas Schlechtes machen und dieser Bruder hat diese Sache bereinigt. Dann sagst du, Wallahi, ich habe meinen Bruder dabei gesehen, wie er eine Sache bereinigt hat. Das ist in Ordnung. Denn hier geht es darum, dass du für das gerade stehen musst, was du auch selber gesehen hast, o Diener Allahs. Und dies ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hast deinen Bruder den Nacken abgeschlagen. Warum, liebe Geschwister, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt? Wenn du jemanden lobst, direkt lobst, was passiert hier mit dieser Person? Er könnte Riya bekommen, Augendienerei. Du kratzt sein Ikhlas an und im schlimmsten Falle, liebe Geschwister, geht sein Ikhlas sogar flöten. Warum? Weil du ihn für etwas gelobt hast, was er nicht ist. Sag, mindestens verwundest du sein Ikhlas. Und Ikhlas ist die Voraussetzung dafür, dass Allah Azza wa Jal überhaupt unsere Taten annimmt, liebe Geschwister. Die Aufrichtigkeit, dass du diese Tat für niemand anderen außer für Allah Azza wa Jal machst. Aber genau in diesem Moment, wo du zum Beispiel zu deinem Bruder direkt sagst, MashaAllah, wie du betest, wie schön du Koran liest, hier ändert sich möglicherweise seine Absicht. Und er macht das nicht mehr für Allah, sondern für dich. Damit du dich darüber freust. SubhanAllah, Fitna. Fitna, liebe Geschwister. Und wenn du deinen Bruder lobst, direkt lobst, dann sorgst du dafür, dass er nachlässig wird. Weil er sich dann in einer Stellung sieht, die ihm bei Allah Azza wa Jal nicht gebührt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte schwere Worte, liebe Geschwister. Er sagte, Iyakum wa tamaduh fa innahu adhabh. Wehe euch, dass ihr lobt, denn dieses ist, als ob ihr geschlachtet hättet. Geschlachtet. Schweres Wort. Schweres Wort. Iyakum wa tamaduh. Wehe euch vor dem Loben, denn dieses ist Schlachterei. Das bedeutet, als ob du ihn geschlachtet hast, berichtet bei Ibn Majah, rahmatullah alayh. Und er sagte, sallallahu alayhi wa sallam, إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. Wenn ihr diejenigen vorfindet, die andere natürlich übertrieben loben, loben, so werft in ihr Gesicht was? Sand. So werft in ihr Gesicht Sand herein. Was bedeutet das? Ist das so zu verstehen? Nein, liebe Geschwister. Obwohl Salaf-Gelehrten das gemacht haben, Ibn Umar radiallahu anhu arda, als jemand ihn gelobt hat, dann hat er Sand genommen und ihm das in das Gesicht geworfen. Gemäß diesem Hadith, aber Ibn Umar radiallahu anhu hat ihn vorher aufgeklärt. Denn die Person, der jemanden lobt, könnte hier was sein? Ein Jahil, er weiß es nicht. Dann kannst du nicht einfach den Sand nehmen und ihn in das Gesicht werfen. Tayyib, was ist die Sache? Die Gelehrten sagen, man soll hier den Sand in die Hand nehmen und vor der Person zerbröseln, fallen lassen. Wer sagt mir, was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für eine Bedeutung, dass du den Sand in die Hand nimmst und ihn zerbröseln lässt? Hassan. Da würde ich wahrscheinlich an diesen Hadith dann erinnern, oder? Leider nicht. Aber der Ansatz war gut. Dass der Iman so zerbröselt. Leider nicht, aber der Ansatz war gut. Spandau hat gute Ansätze. Dass durch Riya die Tat vereitelt wird. Dass durch Riya die Tat vereitelt wird? Nein, letzte Chance. Sein Ikhlas, ja, nicht. Nein, sein Ikhlas, nein. Wir wollen damit nur eine Sache. Okay, vielleicht Abdul Latif regelt das. Nein, um die Person einzuschüchtern, nein. Es hat eine ganz einfache Bedeutung. Dass wir der Person erklären, die uns gelobt hat, wir stammen ursprünglich aus diesem. Guck mal, das ist das, was du gelobt hast. Das ist alles. Wir stammen von Turab, von Sand, von Erde. Ist es das, was du lobst? Yachi, und ich frage dich noch einmal, warum freust du dich, wenn du für etwas gelobt wirst, was du gar nicht bist? Wallahi, du solltest Allah Azza wa Jal fürchten und etwas sagen, was Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu wa arda gesagt hat, wenn er gelobt wurde. Er sagte, Allahumma ja'alni khayran mimma
يظنون. O Allah, mache mich besser als das, was die Leute über mich glauben. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ. Und vergebe mir für das, was die Leute nicht über mich wissen. So hat uns Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, die Überlieferung bei Al-Bayhaqi, so hat uns Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu dieses beigebracht, damit wir, liebe Geschwister, aufpassen mit dem Loben. Denn das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und wir haben gemerkt, dass die Geschwister, nachdem sie gelobt wurden, wallahi, wie nennt man das, wenn man in die Höhe geht, dass man Höhenflüge bekommt. Höhenflüge bekommt. Oh. Und das seht ihr auch heute. Ich will nur ein paar Beispiele geben, und damit wir es auch nicht zu lange machen für die Geschwister. Es gibt Leute, die nennen sich Da'iya, aber bei Allah, sie haben nichts gelernt. Sie wissen das, aber die Unwissenden wissen das auch oder nicht? Die Unwissenden? Nein. Dann kommt so eine Person, der hat noch nie etwas studiert. Der hat noch nie mit einem Sheikh etwas gelernt. Und er weiß, er hat kein Wissen. Aber dann kommen ein paar Leute und sagen, Takbir. Yallah. Allahu Akbar. Na kommt, an anderen Stellen macht ihr das besser. Dann wird er gelobt. Was passiert in dem Moment? Er sagt, Bismillah, Mashallah, ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin. Wer hat dich gelobt? Einer, der noch mehr Jahil ist als du. Hierauf geht er zum Mediamarkt und kauft eine Kamera. Für wie viel? 14, ihr kennt meinen Preis, 14,99. Dann nimmt er die Kamera mit nach Hause und fängt an, was zu machen? Unterricht. Mama, bitte drück mal den Knopf, ich bin gerade sehr wichtig. Und dann fängt er an. Und er kann nicht mal Bismillahirrahmanirrahim richtig aussprechen. Aber die Leute dachten, weil er damals Sänger war, dann ist er auch heute im Islam eine Größe. Weil sie damals Schauspielerin war, dann müssen wir auch hören, was sie heute über den Islam sagt. Weil er damals Gangster-Rapper war, kann das nicht Schlechtes sein, was er heute den Leuten erzählt. Ist es nicht das, was wir in diesen heutigen Zeiten haben? Was ist daraufhin passiert, als die Leute gelobt haben? Die Leute sind in die Höhe geflogen. Und wallahi, ein Sheikh, der wahrlich Wissen besitzt, konnte nicht mal mehr mit diesen Leuten reden, weil sie sich über ihn hinweggesetzt haben. Was ist passiert mit dem Bruder? Allahu Akbar. Seht ihr, wozu das führt? Deswegen weh dir, dass du jemanden für etwas lobst, was er gar nicht ist. Und wenn du kein Wissen hast, dass du weißt, wofür du ihn lobst, dann wallahi, dann fürchte Allah Azza wa Jalla. Genau das ist nur, um euch praktische Beispiele zu zeigen. Wallahi al-Azim, wir haben Leute gesehen, die haben angefangen, querbeet Unterrichte zu machen. Ein Sheikh hat mir persönlich gesagt, er hat mit einem dieser sogenannten Da'iya geredet. Und dann hat dieser Da'iya ihm zugestanden. Er sagte zu ihm, eigentlich habe ich kein Wissen für die Da'wa. Ich denke, ich werde erstmal keine Da'wa machen. Und er hat schon viele Dinge in YouTube hochgeladen. Viele Videos in YouTube hochgeladen. Aber nachdem er auch selber eingestanden hat, dass er kein Wissen hat, später hat er doch weitergemacht. Weil er wieder was bekommen hat von den Leuten? Ja, so ein Mann wie du, Allahu Akbar, der muss Da'wa machen. So eine Persönlichkeit. Schaut mal, wozu das führt. Bis diese Leute angefangen haben, sich zu betrügen und die anderen Muslime. Ey Allah. Und daher, liebe Geschwister, solltet ihr aufpassen, dass ihr von irgendwelchen Leuten betrogen werdet. Diejenigen, die so in den im Rampenlicht stehen, wallahi, sich und die Muslime betrügen und einfach sagen, von dem nimmst du und von dem nimmst du nicht. Und er, der Ärmste, hat gar kein Wissen über die Religion. Das Einzige, was ihn zu dieser Stellung gebracht hat, war, dass jemand ihn gelobt hat. Fälschlicherweise. Und dadurch, schaut mal, hat er so viel Kibbel bekommen, dass du ihm jetzt nicht einmal mehr eine Nasiha geben kannst. Ein Ratschlag, was haben wir gesagt über Malik ibn Dinar, als einer zu ihm kam und er zu ihm gesagt hat, du Murai, was hat er jetzt gesagt?
Du weißt meinen Namen, du kennst meinen Namen, du weißt, wer ich bin. Subhanallah al-Azim. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen das Verhalten der Salaf-Gelehrten und das Verhalten von Leuten, die sich heutzutage Da'iya nennen. Liebe Geschwister, und davor solltet ihr aufpassen. Wallahi al-Azim. Und das ist sehr traurig, dass letztendlich unsere Brüder und Schwestern von irgendjemandem Wissen nehmen. Sie gehen in ein Forum rein, Forum, wo die Leute sowieso die meisten unwissend sind. 99,9%, sage ich mal. Das sind ärmste Leute, die wollen versuchen, sich irgendwie islamische Informationen zu besorgen. Aber sie wissen nicht, dass diejenigen, die ihnen schreiben, Betrüger sind. Und dann nehmen sie ihre Ansichten, ihre Aussagen und wissen nicht, dass diese Leute sie in die Irre geführt haben, liebe Geschwister. Deswegen lasst euch nicht in die Irre führen. Walhamdulillah, die Leute, die hier Da'wah machen und Wissen haben, sind klar. Von diesen Leuten könnt ihr Wissen nehmen. Okay? Und man sieht, dass diese Leute fundierte Unterrichte machen. Und sie sind nicht Leute, die nur Motivationsvorträge machen. Daher sage ich euch, liebe Geschwister, dass ihr euch nicht betrügen lassen sollt und ihr solltet euch an diese Personen halten. Wenn ihr natürlich kein Arabisch könnt, wenn ihr Arabisch könnt, dann empfehle ich euch andere Leute. Aber natürlich ist es so, dass die meisten kein Arabisch können. Wenn ihr Arabisch könnt, dann habt ihr ganz andere Möglichkeiten des Wissenserwerbs. Aber ich weiß, dass die meisten leider kein Arabisch können. Möge Allah Azzawajal uns die arabische Sprache beibringen, sodass wir von den großen Gelehrten das Wissen nehmen können. Daher bitte, nimmt nicht von jedem das Wissen. Und das ist ein Ratschlag von eurem Bruder Abul Bara. Ihr wisst, solange ihr mich kennt, ich war nie eine Person, der sich Sheikh genannt hat oder sonstiges. Ich versuche einfach ein paar Dinge, die ich gelernt habe, bei Shuyukh, das zu übertragen, was ich gelernt habe. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe keine Schüler, ich habe nichts. Wir sind Leute, wir lernen gemeinsam die Religion. Es kann sein, dass ich ein Wort mehr kenne als ihr, aber das heißt nicht, dass ich besser bin als ihr. Und bei Allah, ich bezeuge das. Niemand, der hier sitzt, ist schlechter als ich. Vielleicht bin ich hier die übelste Person in diesem Raum. Möge Allah Azzawajal mir vergeben. Möge Allah Azzawajal mich besser machen als das, was ihr von mir denkt. Möge Allah Azzawajal mich am Tage der Auferstehung nicht bloßstellen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.